bedeutet, Mitarbeiter waren nicht da, wir konnten keine Löhne, keine Gehälter, keine Materialien zahlen etc. Das Unternehmen wurde liquidiert, hat gesagt, wir gründen ein neues Unternehmen, 2012, hat ein Logo gemacht, einen Namen zum Notar, die auch mal grün AG. Ganz am Anfang habe ich gedacht, du bist noch jünger als ich, ich gerade angefangen, frisch aus dem Studium, du auch frisch aus dem Studium. Ich war noch im Studium. Oder im Studium, genau. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwo habe ich dann doch geschafft, dich da zu überzeugen, an diesen Traum festzuhalten. Und so sind wir dann gestartet. Hallo und herzlich willkommen im nächsten Video. Ich bekomme ganz oft die Frage, Mensch Matthias, worauf muss ich achten, wenn ich meine ersten Mitarbeiter einstelle oder vielleicht sogar den ersten Mitarbeiter oder ja, die erste Mitarbeiterin. Und neben mir sitzt ja der Michael. Er ist ja mein erster Mitarbeiter. Wir haben von 2012 alles gemeinsam aufgebaut und heute ist er der Vorstand der Aumann Grün AG. Und das ist nicht selbstverständlich und das ist auch ein Phänomen und deswegen würde ich das auch nicht so als gegeben ansehen. Ich würde dir erst vorschlagen, also um jetzt erstmal kurz darüber zu sprechen, wie Michael und ich uns kennengelernt, einmal kurz, wie sehe ich das sonst, wenn du deinen allerersten Mitarbeiter einstellst? Also du gründest ein Gewerbe, du bist selbstständig, du fängst fleißig an zu arbeiten, es wird immer mehr, du brauchst den ersten Mitarbeiter und dann würde ich dir definitiv immer jemanden empfehlen, der dir viel Zeit bringt, also dir die gesamten Zeitfresser abnimmt, ja? Du musst dich weiterhin auf deine EPAs konzentrieren, also auf die einkommensproduzierenden Aufgaben. Das bedeutet Kundenakquise, Verkaufen und das Abarbeiten. So, und auf diesem Weg, wo du dich dort befindest, hast du ganz viele kleine Dinge, die viel Zeit kosten. Und dafür ist ideal, zu Beginn immer eine Assistenz oder jemand im Backoffice einzustellen, der E-Mail-Verkehr, Bürokram etc. erledigt. Also normaler Weg, du bist selbstständig, dein allererster Mitarbeiter kommt. Ich würde erstmal eine Assistenz empfehlen. Auch wenn jetzt viele denken, Assistenz, ich bin doch kein Vorstand, Matthias, ich brauche doch keine Sekretärin. Ja doch, gerade am Anfang ist es wichtig, jemanden einfach an der Seite zu haben, der dir ganz, ganz, ganz viel Zeit gibt. Denn die freie Zeit, die du dadurch bekommst, durch die Aufgaben, die du delegiert hast, nutzt du weiterhin für Verkauf und fürs Marketing. Denn du musst gerade jetzt zu Beginn unheimlich verkaufen, Marketing machen, damit was? Ja, dein Unternehmen wächst. Also logische Konsequenz. Das ist der normale Weg. Wir beide haben uns ja anders kennengelernt, Michael. Also, um noch einmal kurz auszuholen. Die Aumann Grün AG, die ist entstanden 2012 aus dem elterlichen Unternehmen von mir. Also, das ist eine Neugründung. Ich bin zum Notar gelaufen. Also, das ist komplett ein neues Unternehmen gewesen. Warum sage ich jetzt, es ist entstanden aus dem elterlichen Unternehmen? Es gab 30 Jahre lang die Aumann Gartner Landschaftsbau GmbH von meinen beiden Eltern. Und long story short, es musste leider schließen. Im Jahr 2012 hat uns kalt erwischt und wir hatten sehr, sehr viele negative Umstände gegen uns. Kannst du es dir vorstellen, es war eine Insolvenz. Das bedeutet, Mitarbeiter waren nicht da, wir konnten keine Löhne, keine Gehälter, keine Materialien zahlen etc. Das Unternehmen wurde liquidiert. Größtenteils versteigert. Michael weiß es noch, das bedeutet Maschinen, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und ich wollte natürlich so als Kind einer Unternehmerfamilie irgendwo am liebsten das elterliche Unternehmen übernehmen. Es ging nicht mehr, also habe ich gesagt, wir gründen ein neues Unternehmen, 2012, habe ein Logo gemacht, einen Namen zum Notar, die Aumann Grün AG. Der Michael, der war vorher kurzfristig bei meinen Eltern angestellt. Also ich glaube, wie lange warst du da? Ich war da ungefähr knapp ein Jahr war ich da vorher. Also da war ein Jahr schon bei meinen Eltern eingestellt. So, und ich wollte natürlich damals im Idealfall sofort einen guten Auftrag haben und ich wollte am liebsten die Aufträge haben, die für mich einfach zu handeln waren, die langfristig waren, also am besten in der Pflege, also in der Gartenpflege. Und den Michael, der war Bauleiter für einen Großauftrag in der Gartenpflege. Und so habe ich gesagt, hey Michael, pass mal auf, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, weißt du es noch ganz genau, wie ich dich darauf angesprochen habe? Ja, so natürlich weiß man das noch genau. Es war so ein bisschen konfus, weil du bist bei mir angekommen und hast gesagt, komm, hier, ich habe eine Idee, wir gründen das Unternehmen neu. Und ganz ehrlich, am Anfang dachte ich, nö.
Ja. Warum? Warum? Also kannst du mal. Ja, ganz am Anfang habe ich gedacht, du bist noch jünger als ich. Ich gerade angefangen, frisch aus dem Studium. Du auch frisch aus dem Studium. Ich war noch im Studium. Oder im Studium. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. Und dann gleich so ein Großauftrag mit den ganzen negativen Umständen, die hinter uns waren oder im Rücken dann sind, habe ich gedacht, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Ja, aber ich habe schon ein Logo gehabt. Habt ihr gesagt, schau mal her, so könnte das Ganze aussehen, ja. So, und ich weiß nicht warum, aber irgendwo habe ich dann doch geschafft, dich da zu überzeugen, an diesem Traum festzuhalten. Und so sind wir dann gestartet. Also ursprünglich, und deswegen ist das ein Sonderweg, den ich gerade erkläre. Mein erster Mitarbeiter war direkt der Michael, und er war direkt Bauleiter, also keine Assistenz oder was. Aber dieser Sonderweg beinhaltet ja auch, dass der Michael und ich damals mit auf der Baustelle waren. Ja, das bedeutet nicht, er war zwar Bauleiter, ich war noch frisch im Studium und jetzt sind wir im Büro, pipapo, Blödsinn, sondern so, wir haben Rasen gemäht, Unkraut gejätet, Müllplätze damals gepflastert und viele Dinge mehr. Eine kleine Werbeunterbrechung am 18.04. um Punkt 18 Uhr. Da veranstalte ich einen Live-Online-Workshop zu dem Thema, wie findest du ideale Mitarbeiter, wie setzt du die so in deinem Unternehmen ein, dass dein Unternehmen floriert. Ich mache das seit über 12 Jahren. Vor genau 12 Jahren, im Jahr 2012, habe ich mein allererstes Unternehmen gegründet. Ziemlich hemsärmlich, also ich würde sagen, so mit der Attitude, ja, Ärmel hochkrempeln. Und ich habe mich von null aufgebaut auf aktuell über 230 festangestellte Mitarbeiter. Meine Methoden nutzen mittlerweile über 1000 Geschäftsführer, branchenübergreifend im deutschen Mittelstand. Und du kannst der Nächste sein. Es ist so einfach, wenn du die richtigen Strategien an die Hand bekommst. Ja, und wo gibt's die? Nochmal am 18.04. um Punkt 18 Uhr und hier unter diesem Video, da befindet sich dein kostenloses Ticket. Und jetzt geht's weiter im Interview mit Michael Peters. Michael und ich haben uns kennengelernt. Ursprünglich war er mal im elterlichen Unternehmen angestellt, aber für ein Jahr erst, also ganz, ganz frisch. Ich wollte das neue Unternehmen gründen, habe gesagt, wir schaffen das, wir packen das. Und ich wusste damals, und das würde ich sagen, kommt aus meinem Studium her und das ist ein Riesen-Learning im Studium zum Glück vorher gewesen. Im Studium habe ich die Greenman Group gehabt, ja, so eine kleine Studentenfirma. Und da habe ich mir auch jemanden im Studium gesucht, der meine Schwächen kompensiert hat. Das bedeutet, du musst immer im Idealfall, gerade zu Beginn, jemanden finden, der deine Schwächen kompensiert. Wir versuchen ja immer irgendwo zu sagen, ja, schau mal her, ich bin da gut, hier gut, ich bin überall gut, so ein Blödsinn. Dein Ego spricht gerade, mehr nicht, ja. Du bist natürlich nicht überall gut, ich auch nicht. So, und ich war mir meine Stärken damals sehr bewusst. Das ist Marketing, das ist so Trommeln, das ist so ein bisschen Attacke machen, so was wäre wenn, stell dir mal vor, ein Riesenmarkt ist da. Aber meine Stärken sind jetzt nicht, da bin ich ehrlich, Projektleitung, Excel-Tabellen führen, Michael weiß es. Etc. Ja, also da kriege ich wirklich, also auch wenn ich mich da einige Jahre ja durchdiszipliniert habe, also ich musste es ja machen auch am Anfang, aber da kriege ich echt Migräne und Gänsehaut, ja, mag ich nicht. Das bedeutet, ich war mir meiner Stärken bewusst, meiner Schwächen bewusst, ich musste jemanden haben, der meine Schwächen ja kompensiert, wo er seine Stärken hat, damit ich in meiner Stärke bleiben kann. Ja, das bedeutet, alle guten Unternehmen, die haben immer ja, so ein Komplementär. Also man könnte sagen, wir sind jetzt im Garten- und Landschaftsbau, das nennt man eine Symbiose, was ist das? Oder sagen wir mal so linke und rechte Gegenhälfte so ungefähr. Ja. Ne? Ja, Symbiose ist eine Nutzgemeinschaft, ja? Wir profitieren beide voneinander. Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, also links ist Zahlen, Daten, Fakten, rechts ist was wäre wenn, stell dir mal vor, Vision, Leadership. So, und das beide hat sich verdammt, verdammt gut vertragen. Aber, was wir sagen, haben wir auch mal hier und da Reibereien oder andere Ansichten von Dingen bestimmt, ne? Ja, manchmal war das Denken von dir ein bisschen zu groß, fand ich am Anfang immer, ganz ehrlich, ne? Und das war einmal ganz viel Trommeln und die Bauleitung hat ziemlich drunter gelitten am Anfang. Ne? Logisch, ja. Aber sonst von mir war es auch so eher so ein bisschen... gehe ich mal davon aus, dass ich eher so ein bisschen der viel zu Konservative war. Ne? Immer so ein bisschen Schiss und lass uns erstmal das machen und dann den nächsten Schritt und nicht sofort 2 Schritte weiter. Ja, am liebsten gehe ich immer gleich, wenn wir jetzt bei Mensch ärgere dich nicht sind, gleich 5 Felder weiter. Ja, also, aber ich glaube, genau das ist ja die gute Symbiose zwischen uns gewesen. Es gibt einen, der baut vorne auf und es gibt jemanden, der managt und sortiert das Chaos. Wird es nur Michael Peters geben?
bei der Aumann Grün AG, würden wir wahrscheinlich in einer heiligen Ordnung sterben. Übertrieben gesagt, ja. Würde es nur Matthias Aumann geben, würden wir in ein Chaos ersticken. Ja? Also du merkst gerade, was ich meine. Ja? Steve Jobs, Steve Wozniak, einer erfindet den Computer, der andere kann ihn gut vermarkten und verkaufen. Die bedingen sich einander. So, und das war wirklich mein ganz, ganz großes Glück, kann ich jetzt aus der heutigen Perspektive sagen, wirklich rückblickend betrachtet, ist es für mich ein Segen gewesen, so, dass Michael und ich uns kennengelernt haben, dass wir ja, durch teilweise auch negative Umstände, die es damals gab, ja, durch die Insolvenz, uns aber dadurch kennengelernt haben, uns das aber so zusammengeschweißt hat. Und ich würde sagen, so, wir haben ja wirklich so Schulterschluss, so Rücken an Rücken, Buddies, ja, wirklich alles gemacht, ja, und so. Baustelle, Büro, Bullis getankt, Materialien geholt. Also, du kannst dir vorstellen, der klassische Allrounder, ja? Also, wenn du startest, du musst ja alles machen, weil sonst macht es ja keiner. Du kannst ja nicht so viel delegieren. So, und so sind wir peu à peu, Zug um Zug, Jahr für Jahr immer mehr gewachsen. Und ich würde sagen, wie lange waren wir auf der Baustelle? Wie lange? Zwei Jahre waren wir auf der Baustelle. 2 Jahre. Also, du kannst dir vorstellen, 2012, 13 bis 14, größtenteils durchgehend grüne Arbeitsklamotten an. Zwar nicht nur mit einem Bulli und mit der Pritsche unterwegs, manchmal auch mit einem Kombi, weil man hier und da nochmal Kundenbesuche machen musste etc. Aber da haben wir morgens Mitarbeiter eingeteilt, ab mit einem Bulli, ab auf eine Baustelle und abends wieder zurück und dann ab ins Büro. Die ersten Monate, da waren wir, glaube ich, wirklich jeden Tag bis 21. 22 Uhr auf jeden Fall. 22 Uhr, ja. Büro, Pizza bestellt, also Ideen ausgearbeitet, Sachen gemacht. Und da ist bei mir das auch so gewachsen, wo ich das heute gerne sage, lieber müde als pleite. Ja? Also du kannst ganz, ganz viel mit deiner Arbeitszeit auch kompensieren, wenn du noch nicht weißt, wie es geht. Ja? Du musst halt fleißig sein. Also deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, der kommt ja nicht von mir, Fleiß schlägt Talent. Das bedeutet, wenn du einfach fleißig bist, wenn du einfach den Willen hast, Lust auf Leistung und du willst was verändern, ja, dann kannst du ganz, ganz viel kompensieren. Du musst aber auch immer ganze Zeit mit den offenen Augen durchgehen und immer dazulernen, damit du nicht ganze Zeit auf dieser Stelle bleibst. Und es gibt einen guten Spruch, und den würde ich dir gerne noch mitgeben. Du bist nur ein paar Jahre davon entfernt, mal wirklich ein komplett anderes Unternehmen zu haben. Ein komplett anderes Unternehmen. Ja, was meine ich damit? Du musst mal 2, 3, vielleicht 4, 5 Jahre mal wirklich alles dafür geben, damit dein Unternehmen so ist, wie du es dir wünschst und damit dein Unternehmen dir dient und nicht nur du deinem Unternehmen. Denn das ist ja das Unternehmertum. Vorher ist reine Selbstständigkeit. Okay, was würdest du noch sagen, waren so ja, unsere Highlights? Also erster Mitarbeiter, heute Vorstand. Was also früher konservativ, heute bist du auch Großdenker mit. Was hat sich sonst noch? Was sind so richtig coole Stories von Michael und Matthias? Coole Stories sind auch, also du hast mir unglaublich geholfen, mich persönlich und mental weiterzuentwickeln. Erst bist du mit den Hörbüchern angefangen bei mir. Ja. Das war so ein bisschen, ich war auch sehr konservativ und habe gedacht, was ist das denn für ein Blödsinn? Also ihr müsst euch vorstellen, kurz ausholen. Das ist so eine gute Story, ey. Geil. Achtung, noch vor der Aumann Grün AG. Nee, zum Start der Aumann Grün AG. So, vor der Aumann Grün AG und zum Start der Aumann Grün AG habe ich einen Auftrag gehabt. Und da war ich alleine auf der Baustelle und habe eine riesengroße Mauer gemacht mit Sandstein oder Carbonquarzit, ich weiß es gar nicht mehr, so eine Trockenmauer. Ich war wirklich, wie man sich das vorstellt, auf die Knie, im Dreck, am Steine klopfen, habe die Steine gebaut, Hammer, zack, zack, und habe eine schöne Mauer gebaut. Und dann kam der Kunde wieder, True Story, von Tony Robbins aus London. Ja, Heinrich hieß er. Hammer. Witzige, geile Story. Und er sagt, ey, und wenn du von Tony Robbins wiederkommst, dann rennst du halt so durch die Gegend. Ja, du denkst, okay, jeder darf sich kurz an mir aufladen und ich bin die große Lokomotive, die alle Waggons hinter sich herzieht. Und er kam zu mir und sagte, ey, Matthias, also dann auf du, der Kunde, kennst du Tony Robbins? Und ich habe gedacht, Robbie Williams, Sänger Tony Robbins, so, und er wird irgendwie so einer von denen sein. Da guckt er das mal an, er hat Laptop aufgemacht und ich habe gesagt, was ist denn das hier? Was ist das denn, ja? So, und habe gedacht, was ist das für ein crazy Scheiß, ja? Fand ich aber geil. Und abends im Bett habe ich es gegoogelt, so bin ich auf Weiterbildung gekommen. Und das war dann direkt zum Start der Aumann Grün AG. Zum Glück, auch ein Segen heute, rückblickend betrachtet.
Ja, also da bin ich zum Glück gut abgebogen. Und ich war unheimlich von angefixt. Und damals musste man sich wirklich nur für 700 Euro, für 299 Euro DVD-Pakete, CDs, 8 CDs, so ein Riesenpack, 200, 300 Euro. Da, und da habe ich früher gab es den Rouge Verlag, weißt du? Ja, genau. Rouge Verlag aus der Schweiz. Und die haben sich darauf spezialisiert, da war die Positionierung damals vom Rouge Verlag, nur Hörbücher zu verkaufen. Da habe ich viele Hörbücher gekauft und da habe ich mal die ersten Hörbücher. Da musst du ja anhören. Ich weiß noch, da sind wir einmal zusammen nach Bremen gefahren, da habe ich ein Hörbuch angemacht und gesagt, was ist da für ein Scheiß? Oder irgendwie hast du gesagt, ich weiß gar nicht, wer da dran war. Hokus Pokus. Ja, ja, Hokus Pokus, was war das für ein Scheiß? Ja, und er hat gesagt, nee, hör dir die an, hör dir die an. Ja, intravenöses Indoktrinieren. Das war geil. Also auch da, das Leben wird nach vorne gelebt, nach hinten verstanden. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich musste diese Geschichte erzählen ja, mit Heinrich, weil nur dadurch bin ich auf ja, Chaos-Theorie, auf Weiterbildung gekommen. Ja, und diese Weiterbildung, die hat mir sehr viel geholfen. Also mich persönlich weiterzuentwickeln und ein bisschen größer zu denken, anstatt immer nur in deiner Box zu denken. Ja. Weißt du noch Museumsdorf? Verbandssitzung. Da hatten wir vom Garten- und Landschaftsbau, vom Verband, so Verbandstreffen, Mitgliedstreffen. Mhm. Wir waren Redner. Das war so 2015, 2016, weißt du das noch so? Ja. Kann ich heute sagen, das war Clemens Große Macke. Und der hat einen Vortrag damals gehalten über ja, Freiwilligenarbeit, so ein bisschen Ehrenamt. Titel war Ehrenamt, warum es wichtig ist. Und der hat da unfassbar gut gehalten. Und bei mir hat das schon damals so geschlummert, weil ich meine ersten Seminare gemacht habe, also als Teilnehmer. Und er wusste das ja, ich sag, oh, so. Und da habe ich gesagt, irgendwann möchte ich auch sowas mal machen. Und da hast du gesagt, du machst dann sowas und ich mache die auch mal in Grün AG. War ein Museumsdorf. Und heute ist es ja wirklich so, ja. Heute Mission Mittelstand, unsere Hallen sind voll, tausende Teilnehmer. Michael macht auch mal einen Grün. Hammer. Also wir haben schon wirklich, ich glaube, alle Höhen, alle Tiefen hinter uns. Zum Glück mehr Höhen als Tiefen, ja. Ja, aber Tiefen gehören genauso zu. Ja, also der erste Mitarbeiter ist Michael Peters, heute der Vorstand. Und ja, das ist nicht selbstverständlich, es ist ein Sonderweg, den wir beide gegangen sind. Also das heißt, jeder andere oder viele andere haben vielleicht nicht das Glück, wie ich damals hatte. Ich kann es aus dieser Perspektive heute sagen. Früher war mir das gar nicht so bewusst. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Also normal, wenn du gründest, ich würde dir erstmal eine Assistenz empfehlen und keinen Bauleiter. Logisch. Aber da Michael sich darauf eingelassen hat und hätte er es damals nicht gemacht, wären wir wahrscheinlich auch nie zusammengekommen, weil er sich darauf eingelassen hat, okay, wir bauen diesen Laden auf zusammen. Wir schaffen das. Und das beinhaltet ja auch Arbeitshose, Dreck, Schmutz, unsexy Schweiß. Lange Nächte, lange Tage, kurze Nächte, lange Tage. Hätte er sich darauf nicht eingelassen und gesagt, nee, ich suche mir einen schlauen Job im Büro, aus sowas hätte ich keinen Bock, würden wir wahrscheinlich heute auch 11 Jahre später hier nicht zusammen sitzen. Ja. Mit Sicherheit nicht. Ja. Ihr habt gerade mal ein paar Überblendungen noch gesehen, ja, von Michael und mir. Wie wir früher aussahen. Ja? Hammer! Schon witzig, wie die Zeit vergeht. Okay, also 11 Jahre später und ich würde sagen, Minimum auf die nächsten 11, 12, 15, 20 Jahre. Ja. Cool.